Angekommen im Bus in der Stadt Los Llanos und hier gibt es auch ein bisschen Weihnachtsschmuck. Ist ja immer noch kurz vor Weihnachten. So, heute ist der 19. Dezember. Wollte ich euch mal zeigen, wie die Bäume geschmückt haben. Ja, wir waren jetzt erstmal in einem Handy-Internet-Shop und haben uns erstmal so ein cooles Gerät gekauft, damit wir auch Internet haben, um euch hier die YouTube-Videos hochladen zu können. Bis jetzt sind wir die ganze Zeit immer nur in Restaurants gegangen, Cafés, die free Wi-Fi haben. Jetzt können wir das auch von unserer Ferienwohnung aus machen. Cool, oder? Aha. Und wir fühlen uns wieder wie in Berlin. Die Hundekacke auf der Straße. Ja. Jetzt haben wir gerade mal endlich so eine Art Bioladen gefunden, der sich aber nicht Bioladen nennen darf, weil das hier irgendwie völlig verboten und man übelst die Steuern draufzahlen müsste und sich das überhaupt nicht mehr rechnen würde. Die tarnen sich denn als natürlich angebautes Obstläden. Aber immerhin, da gab es jetzt was zu essen. Wir sind jetzt wieder da von unserem Ausflug heute angekommen in unserem Ferienhaus hier. Als Fazit, wir werden nächstes Mal nicht ohne Buggy losgehen, weil es alles sehr bergig und hügelig ist. Und unser Sohn dann nicht mehr laufen wollte und das war doch ganz schön anstrengend. Aber ansonsten war es ja schön und wie gesagt, es sind echt sehr viele Deutsche hier ansässig, die hier auch irgendwelche Shops haben und das mit den Bio-Obst und Gemüse ist schon echt krass schlimm hier. Die werden quasi unterdrückt, diese Bio-Läden, weil die extra Steuern zahlen müssen und das können die sich gar nicht leisten und dürfen dann halt nicht Bio-Läden genannt werden. Das finden wir ein bisschen traurig. Wir heißen ja auch die
Dieser Kanal heißt ja natürliche Fruchtbarkeit. Und wenn man sich überlegt, wo das Wort Fruchtbarkeit herkommt, ist ja auch Frucht im Wort drin. Und ja, die Fruchtbarkeit geht nicht ohne Frucht. Ja. Ja, deswegen interessieren wir uns auch besonders für die Früchte hier und Gemüsesachen, die vor allem ökologisch angebaut werden. Okay, tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao!